So, jetzt geht's wieder weiter mit Zelda auf der Nintendo Switch. Was ist denn hier los? Oh, cool. Ich habe euch eingeholt. Was ist denn hier los? Keine Sorge. Wir werden euch helfen. Bist du das da schon? Oh, die Stimme kenne ich doch. Du bist doch Opa Silbri. Oh, was machst du denn hier denn? Naja, ich hatte gehört, dass hier ungewöhnliche Esel unterwegs sind und wollte der Sache mit den Jungspund hier auf den Grund gehen. Wir sind auf den schwarzen Exoron getroffen, die so stark waren, dass wir sie nicht besiegen konnten und haben uns dann zurückgezogen. Wir haben uns hier zusammengerollt, damit sie sich die Zähne an uns dann ausbeißen, falls sie angreifen. Na, anstatt euch lieber einzuigeln, hättet ihr euch ganz lieber aus der ganzen Höhle rausziehen können. Ja, den Schwarzen habe ich noch nie gehört. Ist das vielleicht eine neue Art? Woher kommen die denn urplötzlich und warum? Also, es würde sich ja alle berühren, wenn ich sämtliche von denen besiegen könnte. Aber leicht gesagt ist getan. Welche Weisheit könnte in diesem Fall wohl die passende sein? Astoren macht sich schon wieder Sorgen. Ungewöhnliche schwarze Kreaturen? Da hätte ich eine Theorie. Du sicher auch, oder? Oh, Zelda! Oh, da war ich wieder eingeholt. Aber wie hast du diesen besiegt? Du bist unglaublich. Allerdings kann ich spüren, dass weiter drinnen noch etwas anderes lauert. Aber was auch immer ich da wahrnehme, das ist ganz sicher äußerlich gefährlich. Ich kann jetzt nicht ständig von dir helfen lassen, Zelda. Ich muss jetzt halt mein Häuptling stehen. Ohne Weisheit 26, wenn der Häuptling es nicht anpackt, wer sonst? So, mitnehmen. Hopp. Ups, noch einmal. Oh, sieh mal, Zelda. Das sind die schwarzen Dinger. Das muss doch die schwarzen sein, die Opa erwähnt hat. Ja, sie haben vielleicht noch nichts
bemerkt. Vielleicht können wir sie überraschen. Ihnen einfach gegenüberzutreten scheint mir sehr gefällig zu sein. Vielleicht hat er die Steintafel wirklich einen guten Ratschlag. Nicht den Kopf hängen lassen, sehen nach oben. Oben? Na klar, oben sind die brüchigen Felsen. Na, das bringt mir auch eine gute Idee. Wenn man die Form der Höhle bedenkt und mein Gewicht und meine Schwungkraft, das sollte doch einfach alles klappen. Also dann. Na bitte, so habe ich mir das vorgestellt. Das hat einige von ihnen ungeschädlich gemacht, aber nicht alle. Keine mehr übrig, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Du bist unglücklich stark, Zelda. Na, gehen wir bitte wieder nach Opa, um unseren Triumph zu berichten. Oh, das ist ja wirklich eine ganz starke Leistung, dass ihr euch so viele von denen besiegt habt. Ja, eigentlich wollte ich ja der sein, der alle besiegt. Naja. Weiter immerhin bedeutet das jetzt wohl, dass wir alle nach Hause gehen können. Ich habe eine dringende Frage an dich, Opa. Wo ist genau dieser Schlupfweg, der zum Krater führt? Wie, der Schlupfweg? Wo war er eigentlich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass du es wüsstest. Naja, man kann nichts machen. Ich bin sicher, da etwas. Was? Da aber ich bin schon etwas beeindruckend, wie du dich unsere Hilfe geeilt bist. Ich hatte ehrlich gesagt Bedenken, dass du vielleicht nicht so zuverlässig bist wie der alte Häuptling. Na, völlig unrecht. Eine Sache, Schlupfweg fällt mir da gerade noch was ein. Guldo könnte vielleicht weiterhelfen. Also, ich versieh mich dann. Also, bis dann. Und weg sehen sie. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass wir etwas Nützliches erfahren. Mein Vater hätte sich irgendwas erreicht. Mein Vater war stark und zuverlässig und alle hatten großen Respekt vor ihm. Aber das Tor und diese Monster können wir nur dank deiner Hilfe besiegen. Es ist doch auch bewusst, oder? Wenn ich die Steintafel meines Vaters nicht dabei hätte, hätte es nicht so gut laufen können. Ich bin jemand, der sich vorab ganz genau überlegt, aber anders als mein Vater kann ich die Leute nicht so gut für mich gewinnen. Eigentlich hatte ich ja versprochen, dass er sich auf mich verlassen kann, aber momentan könnte ich ihn nicht mehr in den Augen sehen. Tut mir leid, dass ich euch den Augen abhaue. Reich mir mal wieder auf. Vielleicht ist Opa dort. Das macht mir schon wieder Sorgen. Aber ich will hier nochmal durch. Weil vielleicht. Das ist ja was. Weil wir wurden einfach nur rausgeportet. Und das ist ja auch doof. Tut mir leid, Zelda.
Ich war schon wieder so Gedanken verloren. Oh, was ist denn hier los? Keine Sorge, wir werden euch helfen. Oh, bist du das, Cosmo? Oh, Opa! Seid tatsächlich hier! Ich wollte mir gerade tief drin einen Steinbruch. Innen drin einen im Steinbruch einen Felszwilling genommen, aber. Oh, als plötzlich ein Riss auftaucht und wir rannten so schnell wie konnten, um uns zu entkommen. Jetzt bin ich so müde, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Und ich habe einen riesen Hunger. Das mit dem Felsenfilet hat ja also nicht geklappt. Ein Riss tief im Steinbruch drinne? Dann ist es hier sich nicht sicher. Also, das Wichtigste wäre wohl erstmal, alle hier Felsenfilets zu besorgen und damit sie auch wieder stärken können. Mal sehen, wo geht es hier tief hinein? Ah, hier lang. Und weg ist er. Ah, Zelda! Das hier sind die Felsenfilets und gehören zu den Lieblingsspeisen der Goronen. Hier gibt es so viel Energie, dass wir danach große Felsen versetzen können. Ah, das ist genau, was Opa und die anderen jetzt brauchen. Wir müssen ihnen welche davon bringen. Bruno weiß halt Nummer 11, auf leeren Magen geht es nichts. Wie sollen wir denn die wieder auf die Beine bringen? Die sehen ja alle ziemlich gleich aus. Zelda, könntest du beim Felsenfilet das Wort Nipoli sein? So. Okay. Aber wozu? Oh, dieser Duft, so ein unerkennbares Felsenfilet. Oh, vielen Dank. Oh, das war lecker. Ich fühle mich allerdings gar nicht gesatt. Das kann aber nicht sein. Das bildet mir sicher nur ein. Das war lecker, auf jeden Fall. Könntest du noch für die anderen was herbringen? Oh, das riecht ganz eindeutig nach Felsenfilet. Moment, dieser Duft stimmt. Aber ich erkenne eine Fälschung. Oh, ein echtes Filet. Okay.
Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Corona-Weisheit Nummer zwei. Erst rackeln, dann Fragen stellen. Oh. Wie hast du denn wohl schon welche hergebracht, Zelda? Was schnuppert denn da? Oh, Felsenfilet. Felsenfilet, danke. Oh, das war lecker. Ich fühle mich rundrum gestärkt. Vielen Dank. Ja, oh, schön, dass es dir wieder besser geht, Opa. Ich muss dich nämlich was fragen. Weißt du, wie man zum Schlupfloch findet, der es zum Krater führt? Wie, der Schlupfweg? Ja, wo war er eigentlich? Ich kann mich im besten Willen nicht erinnern. Woran dir lag das denn? Ah, ich war felsenfest davon überzeugt, dass du das wüsstest, schade. Ah, vielen Dank jedenfalls, für, dass ihr euch gerettet habt. Ich hatte mich ja gefragt, wie es mit einem neuen Häuptling so weitergehen wird. Aber auf dich ist offensichtlich Verlass. Tschüss dann. Ja, und weg sind sie. Ja, hätte ich Stein und beiden geschworen, dass wir etwas Nützliches verfahren, aber es klappt mal nur nichts. Ach, da wünscht man sich. Ist es in Ordnung? Ja, schon. Aber auch wenn Opa Vertrauen in mir Fähigkeiten so scheint, zweifle ich immer noch sehr, sehr stark an mich. Warum das denn? Ich habe immer meinen Vater aufgeschaut, aber seit ich häuptlich bin, jagt die eine Krise die nächste. Und ich habe nicht die mögliche Erfahrung, damit umzugehen. Ich bin nur in der Theorie gut. Ohne die Steintafel wäre ich voll los. Ich werde nie ein so ein großer Häuptling wie mein Vater sein. Ich will aber trotzdem nicht aufgeben. Ich muss akzeptieren, dass ich nicht auf den Schlag genauso ein toller Häuptling wie mein Vater sein kann. Aber ich bin, wie ich bin. Also werde ich andere auf meine Weise helfen. Eine Art, die nur ich kenne. Nach allem, was passiert ist, wird mir sicher bald schon klar sein, wie ich mit dieser Situation umgehen kann. Dann gehen wir einfach wieder noch zurück, um noch einmal mit den beiden Ältesten zu reden, ja, Zelda. Vielleicht fällt Opa oder der andere Opa doch wieder etwas ein. Er will ihn erneut fragen. Ich gehe schon mal vor. Also, bis in der... Ah, oh, der Sonn scheint sich schon wieder nicht mal... Was? Scheint sich auf einmal nicht mehr so viele Sorgen zu machen. Was ist denn das hier? Warte. Das war eine E-Mail von Amazon, weil ich ja Zelda gekauft habe und da steht drin, ja, wegen einer Verzögerung kann es jetzt ein bisschen länger dauern. Aber ich habe mich auch schon gewundert, weil man eigentlich immer diese Vorrabatt-Gedöns kriegt. Ich habe, glaube ich, 70 Euro dafür bezahlt, glaube ich. Also 69,99 €. Und eigentlich kriegt man immer Geld zurück. Oh. Du weißt also auch nicht mehr, wo dieser geheime Schlupfweg ist? Oh nee, geile Ahnung. Ja, ich hätte wirklich gedacht, dass du, zumindest du dich daran erinnerst. Tue ich aber nicht. Ich kann aber es auch nicht ändern. Ja, Opa, darf ich euch mal kurz unterbrechen? Bitte ja vielleicht mal ganz allgemein verraten, was mit diesem Schlupfloch auf sich hat, wofür er gut war. Nur der Schlupfweg zum Krater. Haben früher mal die Kurunhäuptlinge bei ihrer Amtseinsetzung genutzt.
Um sich würdig zu erweisen, mussten sie den geheimen Weg überwinden und ihre Körper in Lava des Kraters reinigen. Diese Tradition gab es allerdings schon nicht mehr, als sie noch jung waren. Sie haben im Krater gebadet und dann den Titel des Häuptlings angenommen? Bad hat also was mit dem Häuptling zu tun. Häuptling, Papa, ist das eine Verbindung? Das so und dein Vater natürlich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe dein Vater einmal sagen können, ich habe den Weg, den Pfad in meinem Raum blockiert. Jetzt wo du sagst, ich habe ihn das auch schon mal hören sagen. Das hörte ich zum ersten Mal. Dann müssen wir denen auf den Grund gehen. Komm, Zelda, hier lang! Ich glaube, er hatte erwähnt, dass er ein Porträt benutzt hat, Du hörst ja gar nicht mehr zu. Hat hier jemand aufgeräumt? Sieht einmal Zelda ein Porträt meines Vaters. Ist er nicht beeindruckend aus? Mein Vater hat mir gesagt, dass ich diese Porträt eines Tages ersetzen soll. Wenn du Häuptling wirst, hängt ein Porträt von dir selbst dahin. Er sah ganz stolz aus, als er mir es auftrug. Ich wünsche, ich könnte ihn dahin hängen lassen, aber ich muss mein Versprechen halten. Aber egal. Jetzt kommen wir mal erstmal uns zu konzentrieren, den Eingang zum Schlupfweg zu finden. Wie soll ich die Sache denn angehen? Ups. Das ist das Porträt. Damit konnten wir wieder einen Ratschlag meines Vaters zum Tragen. Corona-Weisheit Nummer 234. Nichts ist für die Ewigkeit. Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Wir haben natürlich den Schlupfweg entdeckt. Sehen wir uns mal ihn genauer an. Anscheinend geht der Weg darüber weiter. Aber wie sollten wir darüber kommen? Fällt mir was ein, Grono war halt Nummer 19. Wenn du nicht fliegen kannst, nutz etwas, was Flügel hat. Etwas mit Flügel. Wie soll das denn gehen? Zelda! Das war unglaublich, was für eine Art Fortbewegung. Warte, liegt auf mich. Ich werde schon irgendwie dich einholen.
Oh, da ist eine Spur. Wohin geht's hier lang? Supi, supi, supi. Oh, na, endlich habe ich dich wieder eingeholt. Oh, was ist denn das für ein riesen Fels? Da kommen wir sicher nicht vorbei. Ja, wer weiß, wie lange der schon Weg blockiert ist. Er wurde ja schon sehr lange nicht mehr benutzt. Okay, lass das mal mir machen. Mich machen. So, in Anbetracht der Form und der Gewicht, ja, das müsste doch irgendwie den Winkel beachten, ne? Und dann hier ansetzen und dann... Wie war's hiermit? Ah, nicht ganz geklappt. Aber laut meinen Berechnungen ist es trotzdem der richtige Ansatz. Ohne die Scheintafeln mit der Weisheit denkt, meines Vaters auskommen zu müssen, ist der Gedanke, der mich weiterzieht, unberuhigt. Allerdings komme ich zuletzt eine Menge wichtiger Erfahrungen sammeln, vor allem dank eurer Hilfe. Irgendwann reichen die 56 Weisheiten allein eh nicht mehr aus, um jede Situation zu meistern. Aber unsere Streifenzug durch meine Heimatregion ist mir klar geworden, dass 56 Weisheiten sind allesamt sehr wichtig, um ein allseits betrachteter großer Häuptling zu werden, muss ich die Augen öffnen und offen halten und meine eigenen Schlüsse daraus ziehen. In diesem Sinne. Nein. Wohnheit Weisheit Nummer 56. Nein.
Nutze, was verfügbar ist. Egal was. Die Steintafel. Die war dir doch so wichtig, oder? Ja, klar, aber ist es schon in Ordnung so. Ich werde die Ratschläge meines Vaters weiterhin befolgen. Und meinen angelesenen Wissen werde ich ebenfalls in der Praxis anwenden. Was, wo es nötig ist, werde ich diese Steine in Rollen bringen. Ich werde meine ganz eigene Art haben, meine Leute als Häuptling zu führen. Ich bin mir sicher, dass ich mich in der Zukunft in jeder Situation an der passende Weisheit meines Vaters erinnern werde. So, genug Zeit zur Verplappert. Auf zum Krater. Das Horn ist offensichtlich zu einer wichtigen Erkenntnis gekommen. Er wirkt, als hätte sich ein Knoten in ihm gelöst. Jo. Ja, wirklich. Aber wir wollen zum Krater. Jo, aber wir beenden den Part. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, dass der Podcast-Kammer deutlich zu hoch kommt. Und das morgen. Geht's weiter. Morgen gehen wir rein im Krater. Und dann, ja, mal gucken, was wir hier dann noch haben. Aber wenn wir den Bereich dann fertig haben, glaube ich, morgen wird es sowieso Safe Call nicht, werden wir dann in den Sümpfen gehen. Jo. Und dann haben wir theoretisch eigentlich alles aufgedeckt, was wir aufdecken wollten. Also, bis morgen. Tschüss. I gave you everything.